Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbahn im LS19 am Sonntagmorgen, einen wunderschönen. Ja, diese Folge ist tatsächlich wieder neu vorproduziert. Neu aufgenommen, nicht vorproduziert, so würde ich sagen. Und ja, wir können auch schon direkt wieder in die Arbeit starten mit dem Schwaden. Da bin ich schon gerade ein bisschen dabei hier an den letzten Zügen. Also viel haben wir ja nicht mehr. Machen wir auch noch ein bisschen Radio an, dann haben wir noch ein bisschen nebenbei ein bisschen die Musik, nicht ganz so leise. Den Ton habe ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen runtergesetzt, glaube ich. Ich sag mir dann zu. Vorher war es ja auf 3,8 Dezibel, jetzt ist es glaube ich mal auf 4. Diese 2. Aber Millidezibel zu sagen, ich weiß es nicht, wie man dazu sagt. Auf jeden Fall von 3,8 auf 4, also noch ein Ticken leiser. Und ja, ich glaube, das ist jetzt eigentlich relativ angenehm so. Auf jeden Fall auf YouTube zum Anschauen. Und für mich tatsächlich im Game ist es eigentlich auch angenehm, weil ich muss selber OBS und das ist jetzt nein, so. Ich kann im Spiel die Sachen so laut machen, wie sie will. Und ja, gestern Abend oder Nachmittag oder sowas ist ja tatsächlich auf ModHub neuer Mod erschienen. Und zwar, den kann ich euch kurz mal zeigen, der Fan Favorit 300er Variante. Da haben wir den Fan Farmer 300. Und den fand ich eigentlich ganz süß. Und ich hatte die Idee, weil man ja auch mit Frontlader ausstatten kann. Normalerweise. Da, Frontladerbau. Hauer oder Stoll. Und der ist relativ klein. Ich musste mal gucken, weil den hatte ich mir tatsächlich dann gedacht, ob man den zur. Zum Schweinestall runterbringen und da einsetzen. Da könnte man gerne die Kammer von 52 PS ist das niedrigste auf 90 PS, aber so groß braucht man glaube ich tatsächlich nicht. Okay, deine K. Wieso? Egal, muss ich nicht verstehen. Keine Ahnung, wieso die Karamelle da hier ist und da ist sie weg. Boah. Ja, der Mod ist noch nicht ganz einwandfrei, hat noch so den einen oder anderen kleinen Fehler. Sieht man auch hier zum Beispiel, ist ja nichts da. Ne? Also es ist normalerweise der Reifen nicht am Fahrzeug dran, aber gut. Die sieht man jetzt so nicht, also ist davon abzusehen. Hat auch Simple SD, das kann man natürlich leider nicht verwenden. Aber ich habe tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn mit da reingenommen habe. Man müsste eigentlich hier den. Doch, ich habe ihn mit reingenommen. Und zwar den. Oh Gott. Den Weidemann hier. Anhängerkupplung hätte er dran, das wäre natürlich auch noch eine Idee. Wenn wir uns den kaufen, der kostet auch ein bisschen weniger. Wäre natürlich auch eine Variante. Also die zwei würden tatsächlich. Würde ich kaufen. Ich muss wirklich sagen, der. Ich dachte mir auch gerade den Kramer, aber der Kramer ist einfach sau teuer. Kostet einfach mal 60.000. Weiß ich genau, was an dem so teuer ist, ne? Also der Teleskoparm hat aber der Weidemann hier auch. Und haben wahrscheinlich auch, glaube ich, die gleiche Größe. Der 90 PS hat. Ne, warte mal. Steht überhaupt. Warte, wie viel PS der hat? Da steht nichts. Da steht auch nichts. Der hat halt eben. Okay, der kann 40 fahren und der halt nur 20. Ja, ist wahrscheinlich auch ein Vorteil. Aber der kann auch nur 20 fahren, also. Das ist glaube ich nicht so viel. Was macht die da oben? Der Phoenix müsste eigentlich fahren. Oh, der ist nicht aus. So war der nicht ausgewählt. Ach, stimmt. Ich habe ich habe einen neuen Spielstand angefangen. Dann was heißt neuer Spielstand? Eine neue Aufnahme. Also das heißt in das Spiel raus rein, wieder reingegangen. Also ja, frisch drin wieder und deswegen. Ach Leute, okay jetzt. Ich gebe denen einfach mal ein bisschen mehr Zeit, weil dann schaffen sie es meistens auch. Aber ja. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die Gemeinderaten folgen für die nächste Woche. Heute kommen ja zwei Stück. Ob die für die nächste Woche ausfallen werden. Ich bin mir nicht sicher, weil mein Kollege eigentlich hätten wir am Freitagabend den Aufnahmetermin gehabt. Aber die sind tatsächlich was dazwischen gekommen und die Tage bis Sonntag hat er jetzt auch keine Zeit.
Ist halt eben die Frage. Und er hat halt eben das, ist den Safe Game Zugang. Das ist halt ein bisschen problematisch, ne? Aber wir werden gucken, ob wir es schaffen. Wenn nicht, dann ist schon mal vorab angekündigt, dass wahrscheinlich dann aus, dass sie wahrscheinlich dann ausfallen wird für die kommende Woche. Aber wenn, da freut ihr euch umso mehr und für die übernächste Woche wird sie dann wahrscheinlich auf jeden Fall wieder kommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Aber normalerweise müsste sie eigentlich schon wieder kommen. Ja, ich fahre jetzt mal hier längs, so, das passt. Die da oben. Oh, leck. Ich glaube, die kriegen es irgendwie nicht so ganz hin. Muss. Jungs, was macht ihr denn hier? Können doch nicht einfach. Warte. Das geht doch nicht. Na, warte mal. Das funktioniert, warte. Hallo? Hä? Wieso kann ich den nicht an? Jetzt ist er aus, okay. Jetzt machen wir sie an. Keine Ahnung, wieso das gerade nicht funktioniert. Dann machen wir es einfach so. Glaube ich, die einfachste Variante. Ich habe halt eben jetzt keine Ahnung, wo der hier weiter. Ach, ich glaube. Kann das sein, dass er einmal komplett gedreht wurde einmal? Oder? Ne, warte mal, ich mach ganz kurz die Bahn hier an, damit wir das sehen. Wo er denn zuletzt war. Ich glaube. Er ist die hier gefahren, das heißt. Jetzt kurz drehen. Ansonsten fährt halt eine Bahn los, ja, das, oder ohne dass er was aufnimmt, das ist auch nicht so schlimm. Ja, genau, hier war dabei. Ja, hier war dabei. Das heißt, ich wünsche viel Spaß. Ja, passt. Der macht es. Der Phoenix. Oh Gott. Habe ich den Kurs so schnell angefahren? Ja, möglich. Auf jeden Fall, der fährt das ab. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt auch eigenständig entlädt. Sehen wir ja dann. Kollege, du musst bremsen. Warte mal. Da Geschwindigkeit. Genau. Oder? Genau. So. So soll er das machen. Mal sehen wir jetzt gleich da vorne, ob er eine Kurve abbremst. Ja, okay, er bremst ab so. Der donnert hier mit Vollgas entlang, das geht natürlich nicht. So. Wir drehen einmal. Ne, drehen wir nicht, weil er am Baum im Weg steht. Das heißt, wir drehen einmal so rum. So ein bisschen. Ein bisschen schnell gedreht. Nein. Ich will ihn eigentlich nicht zusammenklappen, sondern runterlassen. Das heißt so. Ja, das ist halt so ein kleines Viehzeller da hinten stehen geblieben, aber ist irgendwie so schlimm. Und ich sehe gerade rechts oben, für den nächsten Tag oder für die kommende Zeit sind Wolken angesagt. Das ist natürlich nicht so gut. Aber es ist zum Glück kein Regen, aber trotzdem Wolken bin ich nicht so ganz ein Fan von. Immer klar, wenn die Sonne scheint. Aber ich muss auch sagen, das ist bei mir tatsächlich auch klar. Bei mir ist es volles Schiffwetter. Also es regnet schon den ganzen, ganzen Tag. Und oder es regnet nicht toll, aber es ist halt angenehm fein. Das ist natürlich für dieses frisch angesäte Rasenwetter bei meiner neuen Terrasse hinten. Oh, er hat abgeladen. Was ist? Ich freue mich gerade, dass es funktioniert, was ich eingefahren habe. Aber CP ist ja auch wesentlich schlauer geworden mit den neuen Versionen. Das ist natürlich optimal. So, wisst ihr, dass ich jetzt auch fertig mit Schwaden?
Oder habe ich irgendwas vergessen? Nö. Also die 77, die... lass mich gucken, warte. 82, die 40, die 31 und die 32 sind meines Erachtens alles geschwadet worden. Das heißt, wir können den aufräumen und dann schnappen wir uns gleich mal die wunderschöne Krone Ballenpresse, dass wir die Fußgänger hier nochmal schnell vorbeilaufen. So. Das passt. Wie sieht der Schwad? Ja, kurz mit dem Kercher drüber strahlen, drüber leuchten. Na, ist da auch sauber. Einigermaßen sauber. So. Und ja, Leute, ich habe jetzt auch endlich dran gedacht, den Dirtfix mit rauszunehmen. Also, das heißt, wenn wir auf die Straße fahren, werden die Reifen auch wieder sauber und so weiter. Das passt. So. Oh. Ich drück. Ah, kann sein, dass ich mal wieder fett gefingert habe. Ich wollte eigentlich. Ich komme da nicht rum. Weil ich wollte eigentlich nur R drücken, damit wir den Kerzen wegpacken können, aber bin ich auch irgendwie aus Versehen auf E gekommen und da ist eingestiegen. Also, ja, kann man machen, ne? So, schaffen wir es hier zu drehen? Ne, schaffen wir nicht, wenn wir irgendwie da an der Wand jetzt hängen. Natürlich nicht ganz so optimal. So. Hallo? Wollen Sie jetzt vielleicht mal? Also. Ihr Schweiß. So, geht doch. Ah gut, war nix. Sind jetzt beim ersten Mal rumgekommen, ja. Was wir natürlich beim diesem Mal dran denken müssen, ist, dass wir alle Wiesen gleich düngen, nachdem wir jetzt die Ballen darunter haben. Weil dann kriegen wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen mehr Ertrag. Und ich würde tatsächlich dieses Mal auf die 85 und gut, da kann ich mal nachgucken, dass ich auch wirklich richtig bin. Auch die 85 mal wieder Mais drauf ballern, weil oder nee, weißt was, wir machen es so, wir machen noch mal auf alle Felder eine Sojabohnenrunde, haben wir glaube ich auch schon so besprochen gehabt, kann das sein, glaube schon, und dann können wir uns hoffentlich am nächsten Tag. Was mache ich denn hier oben? Ich glaube, die Presse. Ja, Leute. Oh. Hat ein bisschen. Ein bisschen geruckelt. So. Ja, dann würde ich tatsächlich am nächsten Tag, dann, wenn wir vorgespult haben, wenn wir von der BGA eigentlich relativ gut Geld gekriegt haben, weil wir können natürlich alle Ballen, wo wir jetzt herstellen oder erzeugen, verkaufen. Oder darin hauen. Und wir können auch noch diese Silage, weil wir haben ja noch am Silo an der BGA haben wir ja noch Silage, die können wir auch weg machen, also auch in den Vermänderin. Und dann dürfte es eigentlich ganz gut Geld geben und davon können wir uns dann hoffentlich dort. Oh ja, ich muss, ich kann mir den Namen nicht merken. Die 81 kaufen. Die haben wir ja vorgehabt. Kostet elegant die 132.000, da fehlt auch nicht mehr viel. Könnt natürlich jetzt wieder Kredit aufnehmen und nee, aber das will ich nicht. Ich will tatsächlich mir selber verdienen und Kredit nehmen wir dann natürlich auch noch mal ein bisschen zurück, weil wir haben noch 200.000, das nenne ich nicht ganz so optimal. Und ja, dann kann man hier einmal drüber pflügen und dann kann man das Feld hier verbinden. Und das war natürlich dann schon relativ angenehm, weil dann haben wir auch ein relativ großes Feld, was eben die 77 gewesen wäre. Aber demnach ist ja da die Luzerne drauf, das heißt, da können wir auch nichts ansehen, außer wir würden es wegpflügen. Und ja, wir werden jetzt auch das erste Mal sehen, ob die nachwächst oder nicht. So, wir können aufsammeln, das passt. So. Gehen wir mal ein bisschen in Ansicht, dann können wir der Bahn schöner folgen. Auf jeden Fall, ich kann der Bahn schöner folgen. Das andere läuft alles, bin ich sehr zufrieden damit. Wir könnten natürlich, ja, ist es halt die Frage, ob ich das auch autonom machen soll oder automatisieren, wie so heißt, da Stroh von den Feldern holen. Aber da gibt es glaube ich nur eine Problematik, und zwar
Wir haben ja unser Silo, beim Mehrzwecksilo, so eng mit einer Halle gesetzt, dass wir. Oder wollen wir. Bin gerade überlegen, ob wir Ballen pressen wollen, aber nee, ich glaube, das ist. Schwierige Sache. Aber nee, ich würde tatsächlich in die. Erstmal mit dem Ladewagen aufsammeln. Und dann vielleicht beim nächsten Mal mal wieder Ballen pressen. Weil momentan brauchen wir nur ein bisschen Stroh für die Schweinchen. Und um möglicherweise dann mal, wenn wir wenn ich zum Beispiel von der nordfriesischen Marsch den Kompost damit draufnehme, so. Hab jetzt ein bisschen was am Hals und ein bisschen kratzt. Nein, Leute, das ist kein Corona. Ganz normal. Bevor da wieder in den Kommentaren das wieder los. Alter. Das ist aber gleich ein bisschen. Alle. Wieso habe ich. Ah, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, was das gerade war. Ich hatte gerade nur 22 FPS. Ich glaube, es liegt aber einfach an der DNCP-Fahrern. Dass da ab und. Ah, genau. Dass ich die wieder irgendwie festgefahren haben. Ich warte mal ganz kurz. Der Phoenix lädt. Ich glaube, ja, normalerweise müsste eigentlich. Oder soll ich mal hochgucken? Ah, jetzt hat es wieder gelöst, okay. Die Probleme da oben lösen es gleich meistens auch teilweise von selber einfach. Weil in TCP-Fahrer entweder dann so lange rumscharren, bis sie sich irgendwie wieder befreit haben. Außer sie haben sie natürlich so verkeilt oder hängen irgendwo so an dem Baumfrontal drin, dass sie mit eigener Kraft und Vorwärtsfahren nicht rauskommen würden. Aber okay, der Wartetrom muss entladen, durch drin die Reifen. Wir warten noch mal kurz. Hat 0 km/h. Das ist halt ein bisschen, weil er halt 0 km/h fährt. Ja, ich werde gleich mal hochgucken. War ich da oben im Treiben? So, wir fahren mal schnell zum Bahnanfang vor. Und dann gucke ich da mal hoch, was sie da oben treiben. So, Phoenix, komm mal hier. Oh. Das ist natürlich nicht ganz optimal. Wieso geht das eigentlich nicht? Ach, jetzt geht's. Also komm mal mit hier. Nein, nicht wieder mit Baum rein. Esse. Ich kann ihn hier vorne nicht angrapschen nehmen, das ist halt mein Problem. Aber ich. Komm mit. Nein, ich will ihn nicht umschmeißen. Aber es ist einfach nur ein Stück hier mitkommen. So. Ich kann ihn ja vorne innen. Anfassen, ist halt mein Problem hier. Nee, das hat so, das macht so keinen Sinn. Ich weiß nicht, ich kann den vorne in der Kabine aber nicht anfassen. Und der will sich ja vorne auch nicht drehen. Das heißt, wir müssen das ganz kurz einmal auf die gute alte Art machen. Zack, zack. Nein, der Fisch ist. Ja, gut. Wenn man. Ja, okay, der war drin, noch drin, das passt. So. Der kriegt gleich seinen Abfahrer. Wir. Der Motor ist wieder aus, man kennt's. So. Und weiter geht's nach kurzer Strapaze da oben. Aber ja, man kennt schon, es kommen, wenn nicht getünkt ist, kommen schon wesentlich weniger Ballen raus. Weil zum Beispiel beim letzten Mal waren hier in der Ecke dann schon 3 Ballen oder so gelegen. Und diesmal hier nicht. Also, ich glaube, das bringt schon ganz gut was, das zu düngen. Hm.
So. Das passt, auf einmal mal rückwärts, wenn wir an die nächste Bahn kommen. Einmal drehen. Ja, die oben haben ihre Lage geklärt, der Varitron wird wieder fährt wieder. Das passt. So, wir drehen hier auch einmal. Bitte kein Ballen, bitte kein Ballen geht. So, wieder runterlassen. Und dann die nächste Schwarte. Muss mal gucken, na, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen was offline machen soll für den ganzen hier. Aber nee, ich glaube nee. Aber die Frage ist halt, ob es ihr sehen wollt. Also könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare dann einfach mal abstimmen oder reinschreiben. Ob ich teilweise was offline machen soll, wie zum Beispiel Ballenfressen oder so weiter, oder ob ihr da überragend dabei sein wollt. Oder ob ich einfach die Aufnahme trotzdem weiterlaufen lasse, halt aber einfach dann Cut setze. Ist ja auch kein Problem. Weil mir, also im Prinzip, ich muss so oder so machen, also mir kann es ja nicht zu langweilig werden. Aber es geht halt um euch, weil ihr seid ja irgendwie Zuschauer. Und ihr seid ja schon relativ, ich glaub, wer ist das? Monotron? Ja, ich glaube, mehr Monotron ist gleich, wenn es der gleiche Klang ist. Aber ihr wisst, was ich meine, das ist halt immer das gleiche halt im Ballenpressen, eine Schware suchen, Pickup wieder senken, kurz rückwärts fahren und dann ja. Aber gut. Pressen geht dort mit 20 km/h relativ zügig voran. Die Presse, ja, sieht eigentlich auch noch relativ gut aus. Bin jetzt schon wieder durchdrehende Reifen, hat er schon wieder seine Brücke gefunden. Ich hoffe es mal nicht. Und dann schmeißt sie weg. Was? Nee, die kann man nicht fällen, weil die steht nicht auf unserem Gebiet. Und das ist gerade umgefallen da hinten. Und man hat es auf der Aufnahme gehört, so ein kleines Boom. Mal gucken, was das war, oder immer eine Katze irgendwo runtergesprungen ist. Also auf jeden Fall hier in meinem Zimmer, weil oder im Aufnahmezimmer, war erstmal ein bisschen zu. Und zweitens, das hätte ich viel lauter gehört oder beziehungsweise auch gesehen, wenn da irgendwas runtergefallen wäre. So. Kurz gedreht. Wir rennen in die nächste Bahn. Und jetzt hat er durch den Reifen, okay. Ah, das ist wieder weg. Ja, die meisten Probleme von den ICP-Fahrern lösen sich einfach von selber. So. Ja, ein paar Stellen sind aber bei den Kurven fahren, wenn die Kurve leicht zu eng gefahren wird, wenn halt irgendwann vom Glücksserien kaputt gefahren vom Reifen. So, der Wartetron ist voll, müsste eigentlich gleich der Tatra kommen. Wir müssen immer ein bisschen Auge oben drauf werfen, dass es nicht Ewigkeiten stockt. Oh, ich hab die Pickup. Ah, jetzt ist auch egal. Oder müssen wir auch noch gucken, dass unsere ganz kleine Bahn und geschwadet ist. Mich irritiert das halt eben, weil oben 0-0 steht und bei den Anzeigen halt auch nichts runter geht. Deswegen. Na, ich gucke gleich mal hoch, weil hier haben wir dann eh alles gepresst, was man pressen kann eigentlich. Das passt hoch, zack, Ballen rausschmeißen. Passt und dann klappen wir nochmal schon zusammen. Wenn wir da aufpassen, hier ist das stark holprige Stück.
So, aber ich muss eigentlich gar nicht gucken, weil der Verkehr haben wir ja ausgemacht wegen dem ICP-Fahrer. Das war aber auch nicht möglich da oben mit der Straße, weil es ist eigentlich so eine Straße, wo eigentlich nur eine Person fahren kann. Schön angenehm, ohne dass man komplett ausweichen muss. Und mit CP ist das halt einfach nicht möglich. Wenn man selber da fährt, ja, dann schon. Ist zwar dann teilweise auch nervig, weil man kann einfach teilweise kaum ausweichen. Und ja. So, jetzt gucke ich aber trotzdem mal kurz hoch, was die hier oben wieder treiben. Also der Kollege hängt gerade öfters, als er eigentlich sollte. Aber das müsste eigentlich leichter zu lösen sein, weil hier kann ich ihn da anfassen und mal ein bisschen rüberziehen. So. Ja, ich muss ihn einfach ein bisschen höher hochheben, dann geht es auch leichter. Okay, der fährt dahin, das passt jetzt. Oh mein Gott, der läuft noch. Ah, neu, also. Wirklich Applaus an den Schleier hier mal, dass der Motor noch läuft. Also vorbildlich. Kennt man gar nicht so. Aber ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Wenn ich nur einsteigen brauche, kann ich gleich wieder nur aufs Gaspedal drücken und weiterfahren. Ist angenehm. So. Und diesmal haben wir zum Glück auch den Vorteil, es ist 9 Uhr morgens. Oder fast 10 Uhr morgens. Und wir können dann schon gleich Ballen wickeln. Und das heißt, schwarze Ballen am Tag ist auf jeden Fall angenehmer als schwarze Ballen in der Nacht. War ja auch, glaube ich, so die Überschrift von dem Videotitel. Es war zum Glück so, dass eben die Ballen im schlimmen Sonnen-Mondlicht geglänzt haben. Das heißt, man hat es eigentlich nicht so übersehen können. Aber wenn mir zum Beispiel jemand wie meine Rade vornimmt, ich glaube, so oft hab doch beim Güllen habt ihr die mal nachgesehen oder längere Zeit mal nachgesehen. Und im Gegensatz ist die Stappenbach, also brauche ich gar nicht meckern oder so, wenn man meckert, dass es nachts dunkel ist, auf der Stappenbach ist es wirklich angenehm hell. Auf der Gemeinde Rade kann man ja seine Hand nicht vor Augen, also man kann ohne Licht nicht fahren, man sieht null. Also oder zum Beispiel auch wenn man auf dem Feld ist, man muss immer die kleine Karte kurz öffnen, wenn man am so eine Ausfahrt, weil es immer stockdunkel ist. Also nicht feierlich. So, Kurve perfekt genommen, ja. Ja, passt, das kann man so annehmen. Dann geht es jetzt nochmal schön bergab, da kann man ein bisschen Schwung mitnehmen. Aber wie es einfach immer so zusammenkommt, ist einfach in der Mitte immer, wenn ich nicht Schwaden brauche, sondern einfach die Spur vom Frontschneidwerk, Frontmehrwerk, so. Einfach schon so eine Art kleine Schwarz ist. Das ist natürlich immer witzig, aber auch relativ praktisch, weil dann muss ich nicht nochmal extra irgendwie hochfahren oder irgendwie welche Bahnen zusammenschwaden. So, ich habe mich tatsächlich heute schon wieder komplett verarscht. Wir sind schon über 28 Minuten. Das heißt, ich darf mich schon mal von euch wieder verabschieden. Wir sind für heute auch schon wieder fertig. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann am Montag zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und ja, für den einen oder anderen geht wahrscheinlich wieder die Arbeit los und Schule, ja, was weiß ich. Und ja, da wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag, genießt ihn. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis morgen. Haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.